So. Haben wir es jetzt wieder? Ich hoffe schon. Okay. Ja, es sollte es wieder gehen. Hallo. kurz nochmal zur Einleitung. Also, weil halt ja dieses Video auf YouTube kommt, werde ich nochmal kurz von vorne anfangen. Hallo, grüß euch. Er ist wieder da. Hab gerade gesehen, dass das Essen. Oh mein Gott, wieso habe ich die Bombe vertan? Naja, egal. Schon wieder verwirrt, der Boy. Grüß euch, liebe Leute. Ich habe kurz schnell den Stream neu starten müssen, weil halt die Verbindung halt richtig beschissen war. Und ja, ich bin jetzt seit einem Monat halt wieder hier. weil halt viel passiert ist. Wie ihr wisst, es war Pride Month. Also gefühlt gestern noch. Und as I said, Pride Month ist für mich sowieso durchgehend. Also so ist es ja nicht. Für manche, wie gesagt, für manche Firmen hört der Pride Month instant auf und die Logos und alles so werden wieder zurückgefärbt und ja, kennt man. Aber nö. Wir zelebrieren das das ganze Jahr. Wir spielen außerdem heute mal mit Lilith. Das heißt mal, wir haben sie letztes Mal freigeschaltet vor einem Monat. Das war ein bisschen dämlich, aber hey. Wirecode-Hänger! Yeah! Richtig gut. Und der Run sieht schon wieder sehr, sehr sexy aus mit ihr. Also irgendwie ist der Run generell mit ihr voll hardcore. Also generell sind die Runs mit ihr voll hardcore, auch wenn ich mir andere YouTuber ansehe. Eskaliert das halt immer relativ gut. Bombs place by Isaac explode mal quickly. Wollen wir das? Glaube ich nicht. Wir spielen auf Angel Deals, weil ich Mega Satan machen möchte mit Lilith. Sagen wir nämlich noch nicht. Und ja, so viel dazu. Ich möchte euch einfach ein bisschen was erzählen, was da passiert ist. Wieso ich jetzt eigentlich die letzten Wochen keine Streams gemacht habe. Boah, zu knapp. Es ist Baby. Jawohl. Warte. So. Feels like I'm walking on sunshine. Okay. Ich hätte mir gedacht, das ist eine Karte, ey. Naja. Genau. Und. Ja, ich erzähle einfach mal los, was so passiert ist. Es war ziemlich lustig, also sagen wir so, die Wochenenden waren sehr anstrengend, weil gefühlt an jedem Wochenende, ach fuck, weil gefühlt an jedem Wochenende eine Pride war. Ihr wisst, also Pride sind halt die Paraden, beziehungsweise Demonstrationen des Pride Months, angelehnt an den Christopher Street Day, der damals war und das ins Leben gerufen hat. Genau, und in Österreich ist halt genauso wie in anderen Ländern halt jedes Wochenende dann im Pride Month eine Pride. In den verschiedensten Bundesländern und so. Und es war extrem toll. Also, wow, es war wieder mal so schön, generell ohne Hemmungen hier auf so eine Parade zu gehen, weil wir wisst, davor war ja Corona und hat uns ja alle abgefuckt. Nämlich so richtig hardcore. Und ich weiß nicht, ob ich die Batterie nehme. Vielleicht nehme ich sie später dann mal. Und jetzt war es wieder mal so, wow, einfach mal so das Leben genießen. Und vor allem sind ja, also was ich bei dem Pride so toll finde, ist, dass es halt einfach so viele tolle Menschen auf einem Haufen sind, die einfach nur das Gute für den anderen wollen und sich für das Gute einsetzen und gegen das Böse kämpfen, mehr oder weniger. Also wenn man es ein paar Sätze zusammenfasst. ja, es war schon echt toll. Und genau, was war die erste Pride? Die war am 11. 11. Juni, genau, war die Wiener Pride. Holy shit, die war riesig. 250.000 Leute circa. Also entweder 250.000 oder 270.000 Leute waren da. Oh Gott, Doorstop ist so gut. Nice. Simmons Infection, Bogartiers. I mean, Bogartiers sind jetzt gerade nicht so der Wahnsinn für unseren Build, aber okay. Naja, vielleicht später dann. Genau. Und warte, ich muss kurz den Geheimraum suchen. Wie kann er nicht sein? Dann ist er da oben.
Genau. Ich weiß gerade gar nicht mehr, auf was ich hinaus wollte, aber nee, hier ist auch nicht. Lol. Was ist das schon wieder für eine Kackebene? Ja, wir haben ja schon Boss Rush und so gemacht und Hush auch. Also die zeitabhängigen Sachen, die haben wir hinter uns und wir brauchen uns jetzt nicht stressen heute. Ach, das, wir haben den Geheimraum schon, sehe ich gerade. Der ist ja für uns am Anfang aufgesprochen. Ich bin ja so behindert. Aber wir gehen dafür. Gehen wir in den Cursed Room? Ich gehe in den Cursed Room. Vielleicht ist ein gutes Item dort. Haben the Pact. Jetzt nicht so ausgezahlt, ich hätte I'm Walking on Sunshine nehmen sollen. Naja. Und ja, die Prides, die sind halt dann auch immer, abgesehen von der Demo, halt immer sehr, sehr partylastig. Ich wäre fast in die Stacheln hineingelaufen, Alter. Sehr partylastig dann im Anschluss. Und wir haben da immer voll die Sau rausgelassen. Also, okay, ich hab's genossen. Dich, Jungs. Jo, Alter. Bra! Ihr seid doch solche Kackviecher. Kannst du aufhören? Ein Stück Scheiße, ey. Jetzt haben sie uns den Devil Deal vertan. Naja. Beziehungsweise den Angel Deal. Dann ist er halt auf der nächsten Ebene. Hoffen wir es. 100% Angel Deal, das passt. Warum haben es wieder zwei von diesen Kackviechern sein müssen? Ja. Muss besser werden im Ausweichen. Genau, und es ist halt dann auch immer so extrem partylastig am Ende. Also gegen Ende hin. Und ja, viel tanzen. Ja. Und seinen Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen, das ist einfach so toll. Und jeder ist immer so happy, ey. Das ist so ein Land. Das gibt's halt einfach auf anderen Veranstaltungen halt. Sag ich schon, ja, gibt's auch, aber in dieser Form ist es halt doch einzigartig. Und. Pheromones sind keine guten Pillen, was wir haben. Und was ich halt ja jetzt, bevor der Pride Month angefangen hat, beziehungsweise kurz bevor er angefangen hat, habe ich ein Projekt gestartet. Also, vielleicht haben es die ein oder anderen mitbekommen. Nämlich die Pride Tour 2022. Und das ist prinzipiell. Scheiße, ich hier spawnen extra Pickups auf. Ich weiß. I mean, das ist die Frage, ob wir Doorstop überhaupt noch brauchen. Ecke. Ja. Diese gut. Jetzt haben wir einen Eierkopf. Ich glaube, ich werde Doorstopper wegnehmen. Weil Doorstopper braucht man ja eigentlich nur, wenn man schnell sein möchte, aber wir per se haben ja eigentlich keinen Stress. Der Pillenpool ist echt kacke, muss ich sagen. Geschenk. Wisst ihr was, wir nehmen das Geschenk mit. Jetzt haben wir die Batterie nicht mitgenommen. Okay, das Geschenk hat ja keine Aufladung, dann ist egal. Genau, und das Projekt dreht sich halt einfach darum, dass ich halt mehr oder weniger so die Prides einfach so mitdokumentiere. Einfach. Ah, nice. Dass ich die Prides mitdokumentiere und halt einfach die Leute mit so Special Videos dazu animiere, auch mal Prides zu besuchen. Und das Projekt ist echt lustig, also mir gefällt es voll. Vor allem immer diese Videos zusammenzuschneiden, das macht mir voll Spaß halt. und einfach so die schönen und tollen Momente einfangen, das hat wirklich was. Also, ja. Ihr könnt eh auf meinem Zeitkanal Hang on Motivation vorbeischauen. Da findet ihr auch die ganzen Videos, die ich bis dato gemacht habe. Derzeit sind von der Wiener Pride und von der Linzer. Ne, von der Linzer Pride nicht. Warte, von der Wiener Pride und von der St. Pölten Pride sind die Videos schon online. Und ja, das ist schon sehr nett.
Treffer. Läuft. Und. Auch geil. Seven Seals. Immer gut. Fuck, wir haben. Warte. Wir bekommen eine Bombe raus. Ja! Wir bekommen. Jawohl. Der Flex einfach. Ich brauche nämlich den Schlüssel hier. Ja, da kommen ein paar Bomben raus. Gefällt mir. Okay, ist leer. Nee, den Schlüssel behalte ich noch. Aber wir machen jetzt mal hier zu. Ich werde einfach ein paar Bogertüs auch. Warum bist du so langsam? Ah, wegen Death. Seven Seals ist so gut. Warum haben wir außerdem hier Seven Seals bekommen? Bekommt man. Warte, bekommt man vom Geschenken nur Devil Deal Items? Man weiß es nicht. Anscheinend. Also hätte ich hier keine Seven Seals bekommen. Ich mach's trotzdem nochmal. Das hat sich nicht ausgezahlt, das war richtig für den Arsch. Naja. Weiter geht's. Ich hoffe, wir bekommen jetzt einen Schlüssel dann noch. Das ist ein bisschen belastend. Genau, also einfach mal vorbeigucken. Ach, ja. Doorstopper. Ich habe das andere nicht mitgenommen. Naja, das ist jetzt so tragisch. Das ist halt wirklich gut. Wow. The Rock. Ich meine, wir sind ziemlich langsam. Aber ein Damage-Up tut uns... Ja, okay, es war... Ein 1,96er Damage-Up. Ja, mit dem kann man arbeiten. Mit dem kann man tatsächlich arbeiten. Lalalala. Ist hier irgendwo ein Schlüssel auf? Nee. Nee, hier ist kein Schlüssel. Okay. Genau, und jetzt wäre nicht dieses Wochenende auch noch eine Pride, wo ich eigentlich gesagt habe, dass ich hingehe. Aber es ist ein Schlüssel gedroppt irgendwo. Ach, hier unten, wieso habe ich den nicht gesehen? Genau, an diesem Wochenende wären sogar zwei Prides in Österreich. Aber ich fühle mich einfach nicht ready dazu, dass ich jetzt dieses Wochenende auch nochmal auf eine Pride gehe. Das halt doch immer relativ viel Kraft kostet. Das ist heißt, dass ich keinen Bock habe drauf, diese Kraft zu investieren, aber ich brauche auch Kraft für die nächste Woche, weil ich da auf Urlaub bin. Und im Urlaub bin ich dann auch auf einer Pride. nämlich auf der San Diego Pride. Ja, ja. San Diego, das wird richtig geil. Bin schon echt gespannt, wie es wird. Aber man wird sehen. Ja, das toll wird. Star Credit. Da müssen wir vorher einen Shop sehen. Und gucken, ob es sich wirklich auszahlt oder nicht. Die sind halt einfach instant tot. Ah, mein Auge. Ja, ich gehe vorher in den Shop. Wafer gefällt mir ziemlich gut. Das hatten wir auch schon länger nicht mehr. Der Wafer. So. Eternal Heart. Ja. Ja, und ich werde auch von der San Diego Pride ein Special machen. Wird sicher auch lustig. Vor allem, ich sammle auch bei den Specials immer so Statements von den Leuten. Bin echt gespannt, was die Amerikaner dann so sagen. Oder, naja, das muss ja jetzt eigentlich nur Amerikaner sein. Das kann ja auch. Also ich glaube, zu San Diego Pride werden wahrscheinlich weltweit Leute kommen, weil sie eine ziemlich große Pride ist. Ja. Motiviert. Bin jetzt schon motiviert, ja. Hat jemand. Okay. Ich bereue die Investition gerade nicht. Jetzt hätte ich gerne einen Doorstopper, weil der Raum ist ja wirklich sinnlos. Aber. Dann wirklich genau wieder dort, wo wir noch nicht waren. Oder waren wir schon? Ne, Shop haben wir noch nicht. Okay. Brauchen wirklich einen Soul Heart. Ich
fühle mich mit einem halben Soul Heart noch nicht so safe. Bro, willst du mich verarschen? Ja, wir sind einfach vor allem zu langsam. Ja. Voll. Oh mein Gott. Ich werde hier einfach mal springen. Ich finde es interessant, dass der Automat das immer gleich explodiert. Dass man nicht mehr rausspringen kann. Nehmen wir einfach das mit und hoffen, dass wir irgendwie... Das ist doch so scheiße, Alter. Wir sind so langsam, dass wir... Ich meine, feels like walking on sunshine hätten wir einsetzen können. Ja, und ich vergesse es immer. Ich muss halt auch auf die kleinen Sachen achten. Ich schaff's halt einfach nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Komm schon, wenn hier der Geheimraum ist, dann finde ich es geil. Nee. Wir haben keine Bomben mehr. Läuft. Läuft. Star Credit hätten wir hier auch gehabt, aber ich weiß nicht, wie ich es bekommen hätte sollen. Naja. Hals und Beinbruch. Eher mehr Beinbruch, oder? Also ich meine, ich hoffe, es ist nicht so ein heftiger Boss. Ja, das geht. Okay. Du Arschloch. Oh mein Gott. Ich hasse es jetzt so sehr. Oh, du kleines Sackgesicht. Ohne Witz, diese Kackfliegen. Aber wir haben ihn gleich. Stirb einfach. Stirb. Fuck! Okay, jetzt habe ich die 1%ige Chance. Nee. Ach, leck mich doch, Spiel. Komm schon, ey. Das ist immer so dieser Kack-Moment, ey, wenn kurz bevor es vorbei ist, man noch die Breitseite kassiert. Ach Gott. Ich brauch noch einen Angel, damit wir Megasatter machen können. Alter, habt ihr es gerade gesehen, wie der halt einfach in der Statue gespawnt ist, der Boy, und uns dann angegriffen hat? Ey, wie dreckig kann das Spiel eigentlich sein? Wir haben eine ziemlich hohe Tierrate, wenn wir. Ogre-Tiers machen auch ihren Teil. Lieber Chubby Chub. Ich warte auf einen Bomb-Bagger, weil... Weil der uns nämlich unendlich Bomben droppen könnte. Mit dem Item, was wir haben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt schon irgendwie gepatcht worden ist. Hast du gespielt? Fuck! Jetzt hätte ich wirklich gern Doorstopper. Gott. Oh, das ist gut. Einen Scheiß. Einen Scheiß. Wir sind verarschen. Wir haben es halt jetzt wirklich bekommen. Ja, unendlich Bomben, oder? Easy money. Das ist halt ziemlich geil. Das ist halt eben das, wenn man Sisses hat und einen Bombbagger hat, dann bekommt man halt unendlich Bomben. Ich finde das toll. Und ihn kann man nämlich dann auch mal auszahlen lassen. Aber wir holen uns jetzt mal unendlich Bomben. Also beziehungsweise mal wirklich 99. Wenn der jetzt schon ausgezahlt hätte, dann wäre ich wirklich eskaliert.
Hier bekommt man so. Bekommt man ein bisschen Panik, wenn man hier so viele Bomben sieht. Aber es ist geil. Es ist geil. Ich finde es lustig, dass das funktioniert. So, 50 haben wir schon. Vor allem müsste ich jetzt mal vorstellen, wenn wir irgendwie so ein D20 bekommen würden oder sowas. Also das wäre halt richtig heftig, weil... Ich meine, Gamebreak wäre hier tatsächlich möglich. Wenn wir Glück haben im Goldraum, dann bekommen wir vielleicht irgendwie ein D20 oder so. Das wäre wirklich geil. Probieren wir es. Ich darf ihn halt noch nicht auszahlen lassen. Deswegen keine Bomben mehr geben. Ich mag das, wenn es so gut funktioniert. So, wir könnten vielleicht wirklich Glück haben. Also ich will es ultra fahren. Schnauze. Okay. Brauch keine Bomben mehr. Wir suchen mal den Goldraum. Ich fühle mich alles andere als safe hier. Weil wir halt einfach noch keine guten Sachen haben. Also, Car Battery ist schon ziemlich gut. Wafer auch. Aber wir haben noch nicht den Spice. Wir haben noch nicht, das Spice fehlt einfach. Also wenn da jetzt wirklich die 20 drinnen ist, dann ist halt wirklich alles vorbei, ey. Dann eskaliert es richtig. Kann nur gut sein. Ja, Speed up. Also blau ist gut. Wir haben keinen Schlüssel. Oh Gott. Seriously jetzt. Aber wir haben einfach keinen Schlüssel. Müssen verarschen. So, boy. Das Gute ist, wir können halt auch. Ich seh dich. Investition. Im Shop wird wahrscheinlich Greed sein, weil wir die Car Battery gekauft haben. Wir werden hier reingehen. Oh, ist aber eigentlich ein interessantes Item. Vor allem, weil es jetzt Double Use ist. Das ist halt wirklich ein interessantes Item. Wir sehen es uns mal an. Schlüssel? Nee. Schade, schade, schade. Ich muss ein bisschen lernen, mit dem umzugehen, mit dem Meat Cleaver. Weil der auch gefährlich sein kann, vor allem mit Bosse. Vor allem, wenn es ein Boss ist mit ultra viel Leben, dann hast du ihn einfach richtig verkackt. Okay, hier waren wir überall schon. Ich euch auch. Das können wir alles mal in Erwägung ziehen. Okay. Nix. Na da. Ah, ich sehe gerade. Etwas sehr Tolles. Ich bin gerade einfach straight in die... in die Stachel rein. Ne, ich bin gay in die Stachel rein. Ja, ja, wieso straight in die Stacheln rein, wenn es auch gay geht? Ich find's toll. Das ist nämlich der Shop offen, brauchen wir keinen Schlüssel. Wo war denn der Shop eigentlich? Geh hier, oder? Wie ist doch der. Interessant.
Spiel sagt auch ja. Ich meine, wir sind ja jetzt gleich in der Womb. Ich weiß nicht, ob es sich noch auszahlt, aber wir haben hier eine Restock-Maschine und wir haben einfach kein Geld. Ich nehme es einfach mal. Ja. Ja. Aber irgendwo... Irgendwo muss noch der Geheimraum sein, aber ich habe gerade wegen Curse of the Lost halt einfach kein... Hier haben wir schon alles in die Luft gesprengt, hier kann er nicht sein. Hier auch nicht. Ne, hier kann er wirklich nicht sein. Ich muss gerade so ein bisschen die Map im Kopf projizieren, damit ich circa weiß, wo ich... Oh, hier waren wir noch nicht. Alles klar. Wir haben eine ultra hohe Schussrate. Hier links kann er auch nicht sein. Bin gerade ein bisschen im Auskundschaften. Vielleicht ist er hier. Tatsächlich. Also das war irgendwie am logischsten, dass er hier ist, aber. Ja. Wir wissen, Geheimraum muss zwangsweise nicht logisch sein. Zusätzlicher Schlüssel, sehr gut. Ja, Schlüssel. Gefällt mir. Ich gehe noch mal kurz nach links, weil wir sind jetzt die ganze Zeit nach rechts gegangen. Ja, also wir machen gut Damage und schnell machen wir es auch. Also, ja, ich habe ja vorhin von dem neuen Internet gelabert. Es kann sein, dass wir halt in den nächsten ein, zwei Wochen schon das neue Internet haben. Und dann hätte ich eigentlich geplant, mal ja, auch Online-Spiele zu zocken wieder. Also weil anscheinend das Internet da mega gut sein sollte. Habe ich ja schon tausendmal gesagt. Aber hey, ach, die Entwicklung vom Kanal finde ich immer so lustig. Ich sage immer so, wow, wir bekommen voll das Upgrade. Und es wird so, oh Gott, wir haben den Schuss nicht mit. Also die Scissors haben wir nicht mit. Aber es wäre gar nicht so schlecht gewesen. Oh Gott, Speed-Up. Wir haben zwei Speed-Up-Pillen, wir sind verarschen. Ich brauche definitiv meine Scissors. Da unten irgendwo. Scissors. Diese da. Diese gut. Ich hätte gern, also wirklich gern ein Soul Heart oder so. Oh Gott, ich merke gerade, wir haben ja W's von Spacebar Items, das heißt Meat Cleaver wird auch zweimal eingesetzt. Das wird lustig. Das wird wirklich lustig. Ich glaube, dass uns die Schere halt ungemein weiterhelfen wird. Ja, aber eventuell werden dann vielleicht wieder Videos kommen wie, keine Ahnung, Battlefield oder so. Ich habe jetzt im April und Mai dieses Jahres relativ viel mit einer Freundin Battlefield gezockt. Also Battlefield 3. Nostalgie pur. Oh mein Gott, das war jetzt so gut. Schade. Jetzt gefeiert. Oh mein Gott, nee. Wir dürfen mal nicht War bekommen von den Seven Seals. Weil War hat ja Explosionen. Ich glaube, die Explosionen können tatsächlich auch die Kiefer gut machen. Komm schon. War nicht gerade. Lil. Fällt mir gut. Einfach ein chilliges Health up. Und einmal noch. Ja, eckig.
Ach, ein Speed-Up bekommt man da auch. Boah, ist das gut. So. Raus mit uns und ab zum Boss. Zum Bossy-Boss. Ich sehe gerade, wir könnten eigentlich so hardcore mitcleaven. Ich hätte eigentlich von der anderen Seite... Oh Gott, das ist einfach so retarded, was ich gerade mache. Auch ein Speed-Up? Ja. Ja. Super. Jetzt sind wir wieder ultra schnell. Oh. Fuck. Ich brauche halt wirklich den Devil Deal, also beziehungsweise den Angel Deal. Ich meine, auch wenn die Chance so gering ist, dass ich es überhaupt bekomme. Ich bin gerade richtig hineingelaufen. Ne. Vielleicht bekommen wir später noch einen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt. Ne, in der Womb kann es auch kommen. Was passiert eigentlich, wenn man Mitglieder bei Mother einsetzt? Das wäre interessant gewesen eigentlich. Fuck. Meat Cleaver bei Mother. Holy fuck. Wenn du dann plötzlich zwei Mothers hast. Ich darf halt jetzt. Hostile to Flight deals double your damage. Immer Temesis. Ich hasse dich, Raum. Ich hasse dich so sehr, Raum. Fick dich einfach, Gott. So ein Scheiß, ey. Was ist das eigentlich? Also, jetzt haben wir zwei kleine Girls, die halt instant tot sind. Also, Girl-Links waren es ja. Irgendwie zu. Zu meinem Angel-Raum kommen, weil sonst. Bin ich wirklich geäst. Also vielleicht. Oh, Gabistel ist ein. Was? Aus einer Trollbomb werden Double Bombs? Interessant. Oh, da ist unser Boy. Meine Rock haben wir schon. Interessant. Ich habe mir relativ viel. Geht Gabistel jetzt schon los oder was? Something is wrong. Ich meine, sie sind halt dann wirklich easy zu bekämpfen, wenn man sie halt teilt. Ich will das jetzt mal einsetzen beim Boss. One makes it larger. Hm? Also, das ist so cool. Warum haben wir eigentlich immer Curse of the Lost? Das ist eigentlich ziemlich scheiße. It's Bloat! Double Bloat! Tatsächlich geht das wirklich gut. Bitte lass das gut sein. Okay. Ja, ein bisschen Speed haben wir verloren, aber dafür ist unsere Tier Rate jetzt ultra. Ich hoffe, wir bekommen im nächsten Abschnitt so ein Bubble-Herz. Nee. Das gerade so weggeflutscht ist von mir. Ich hoffe, wir bekommen wirklich im nächsten. Ja, auf der nächsten Ebene unser Keypiece. Ich möchte wirklich ein Megasatan schaffen mit Lilith. Gut, boom. Ja.
Also in der Kathedrale können wir sicher nichts mehr machen. Vielleicht aber ist irgendwo noch ein Engel. Dagegen gelaufen. Einfach rein als Gewohnheit. Okay, ich finde es gut, dass wir trotzdem so schnell sind. Boom. Boom, biatch. Seriously? Oh Gott. Wow, was soll das? Klatsch mir einfach die Bombe ins Gesicht. Oder war das die Bombe? Weil die Augen sind aber heute schon ziemlich asozial. Ich glaube, ich muss öfters Meat cleaven, weil halt die Viecher dann instant tot sind. Room. Auch keine Bomben. 48 aus Energy. Wieder? Und glaube ich gerade ein bisschen Glück. Wir haben wirklich Glück. Bro. Unser Luckstat macht, glaube ich, jetzt wirklich mal was. Das ist ja voll geil. Ach, ich hätte die Zettel nehmen sollen. Ich habe eigentlich nur drauf, bis das mal ein Soulheart gespawnt ist. Okay, dann halt nicht. Okay. Also das mit der Bloodbank funktioniert auch wirklich gut. Bisschen Money. Halleluja, so. Ich weiß nicht, ob ich mir Meat Cleaver behalten soll oder. Ich glaube nämlich schon. Das kann jetzt in die Luft springen. Ah, guter Call. Sehr guter Call. Du wirst auch in die Luft gesprengt. Hier ist ein ultra guter Call. Ach, schön. Das gefällt mir doch, wenn es so gut läuft. Something's wrong. Sollen wir Moms Heart mitkleben? Das war nicht ziemlich witzig. Das wahrscheinlich eine Stückenliste fehlt. Könnt ihr mal aufhören, ihr Kack? Oh Gott. Diese Augen, ey. Das gibt's einfach nicht. Wie sie sich genau immer den richtigen Zeitpunkt aussuchen zum Schießen, ey. Du bist einfach ein Pro. So, leck mich. Stompy kann man auch werden, wenn man One Max the Larger zweimal nimmt. Ne, dreimal nimmt. Voll. So viele Kisten, ey. Brauchen wir eine Chest? I mean. Ich kann dich nicht safen, wenn es sich. Ich hasse dich, boah. Boah, du bist einfach so ein Knecht. Was hat das für solche Augen? Oh mein Gott.
Ein Soul Heart. Ach so, sie wird einfach nur kurz verletzt. Yes! Wir haben's! Richtig, richtig gut. Kaum was Gutes. Cool. Brauch ich halt jetzt nicht mehr, danke dir. Wow. Wow. Okay. Geil. Lol, was ist denn jetzt los, ey? Ach, da kommt nichts mehr? Okay. Ich kann schon ein bisschen mit den Tränen spielen, weil sie halt sehr, sehr viele jetzt mittlerweile sind. Super. Okay, gut. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich lasse die Scissors da und ich werde fast in. Ja. Wir müssen in die Kathedrale. In die Cathedral. So, wir sind hier. Fühlt sich gut an. Die Items jetzt gerade, also Curved Horn, die anderen zwei, was wir bekommen haben, haben halt so viel dazu beigetragen, dass wir richtig stark werden. Voll gut. Ich warte einfach nur auf Cricket's Head. Ich will Cricket's Head haben. Und ich brauche die Schlüssel unbedingt, fällt mir gerade. Weil vor allem. Sind wir, was Schlüssel angeht, dann nicht so gut aufgestellt. Das war wirklich scheiße gerade. Ich will keinen Stompy haben. Ja, mit Lilith zu spielen ist echt witzig. Also mir gefällt es sehr, sehr gut. Wir safen jetzt wirklich einfach alle Schlüssel. Okay. Ein Eternal Heart. Sehr gut. Ja, wir gehen einfach rein. Wir werden generell mit dem Bogatis mehr arbeiten müssen hier. Vor allem, wir haben so eine Range mit dem. Wenn er verliert hat, die Bogatis, wenn er weggespawnt. Aber in dem Fall ist Jello wirklich richtig, richtig gut. Aber ist das auch so ein Auto-Aiming, das ist so geil. Nee, Isaac sollten wir schaffen. Bin gespannt, was wir freischalten. And he dead. Hab nichts freigeschaltet? So, let's go. Oh mein Gott. Aquarius, richtig gut. Tatsächlich will ich den auch haben.
Conjoin, was? Okay, jetzt ist sowieso Schicht im Schacht. Lol. Der Sound war gerade voll verpackt. Nein, ich werde Cursed Eye nicht mitnehmen, weil Cursed Eye einfach nur Shit ist in dem Fall. Alter, guck dich mal an. Voll geil. Los, Baby. Conjoin haben wir schon. Boah, Gott. Oh, Tough Love. Ultra. Ich glaube, ich die Bombe machen. Ah, kann man machen. Yes, Mother! Oh, geil. Spawn sollten wir eigentlich auch zusammenbekommen, würde ich mal sagen. Guck dich das mal an. Geil. Endlich wieder mal ein Run, wo auch Guppy's Tail funktioniert. Alter, du nichts. Wollt ihr mich verarschen? I mean, es geht, dass man das handelt. Keinen Schaden bekommt. Was dann? Ja. Oh mein Gott, was? Ja, okay. Unsere T-Rate ist gerade ein bisschen gekillt worden, aber Triple Shot ist halt einfach so gut. Wir werden schon noch Tears abbekommen. Also hoffe ich zumindest. Wir clearen hier einfach alles. Wir sind so schnell unterwegs, wow. Warte, gibt's hier eigentlich in der Chest? Nee, ich hab's vergessen. Ich glaube, dass es hier gar keinen Geheimraum gibt. Like I'm walking in sunshine, nee. Dingelingeling. You are my dingelingeling. Wissen, ihr könnt gerne wieder spawnen, wenn ihr wollt. Nein, seriously, spawnt einfach. Danke. Viel Monster ist süß. Obwohl ich mir eigentlich was anderes vorgestellt habe. Aber hey. Wir haben sogar wieder einen Schlüssel gespawnt. Kleine Boy. Was ist denn los mit der Chest? Ey, die ist ja voll gut gerade. Hanged Man. Nee. Kein Interesse. Kein Interesse. Wir müssen noch ein bisschen overpowered werden. Damit wir uns gut gegen Mega Saturn behaupten können. Was zum Teufel, wieso bekommen wir so viele Schüsse jetzt da rein? Okay. Nee. Daddy Longlegs. Yard nehme ich sicher nicht mit. Wir haben genug Leben und ich will nicht noch langsamer werden, als wir es eh schon sind. Also, nee, wir sind ja eigentlich voll schnell, fällt mir drauf. Wir hatten ja so viele Speed-Up-Pillen. Cool. Cool. Es gibt Geheimräume. Aber mit dem Greedo. So. Und
Judgment, okay. Demon Judgment. Ich meine, wir haben ein paar Herzen hier. Ich meine, ich darf mich nicht verzocken hier. Kannst du bitte auszahlen? Danke. Danke sehr. Ja, okay. Also ich Temesis könnte jetzt ein Griff ins Klo sein. Das war ein Griff ins Klo. Cool. Holy fuck. Ah, dann haben wenigstens die Herzen hier auch noch eine Bedeutung bekommen. Cool. Ja. Geil. Und das war dann eh schon der letzte Raum. So Technology. Ah, was war das? Five? Ja genau, Five müsste es sein. Ist halt ziemlich nett. Das holen wir uns mal. Blue Baby! Blue Baby. Die halt instant die Queens gespawnt sind, weil die weil halt alle Fliegen gekillt worden sind. Wir haben Delirium schon, wir gehen jetzt zu Mega Satan. Haben wir nicht eine Walking on Sunshine Pille? Irgendwo war ja eine. Das ist kein Walking on Sunshine, ja. Ja, dann let's go. Ab zum Mega Satan. Warum hast du, ohne hier weg zu spawnen, gleich den... Hä? Wie spawnst du denn bitte die Viecher? Okay. Ich weiß einfach nicht. Ich akzeptiere es halt einfach. Das sind so viele Dinge hier gerade. So. Bogatiers machen hier einfach so gut den Job. Also, guckt es euch an. Ja, easy. Ah, gut verlassen, gut verlassen. Das war ein bisschen zu viel Leben, was wir verlieren. So, das ist er noch dran. Er hat ein Hollow gespawnt. Dass eigentlich so viele Bogatiers in die Schnauze von ihm wie nur möglich. Hoffentlich verliert die nicht. Es wird immer kleiner. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Das war jetzt. Wie ein Daddy Longlegs ins Gesicht drin. Das. So, wir haben's. Jeppa. Nice. Oh, und es
Spiel will anscheinend, dass wir Delirium machen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Delirium. Naja, ich mache es zur Sicherheit, weil ich einfach nicht weiß, ob wir es schon haben oder nicht. Wolf's Gold. Keine Ahnung, was das für ein... Nee. Curse of the Unknown, das gefällt mir gerade nicht so. Naja. Das war wieder ein guter Run. Wir haben einiges erreicht, wir haben wieder noch neue Sachen freigeschaltet. So muss das. Geh weg. Hinterhand. Mal gucken, was wir hier so noch bekommen oder vor allem welche Acker. Cool. Was für Gegner wir hier eigentlich alles bekommen. Bin gespannt. Ein bisschen Leben wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Pheromones? Ne. Brauchen wir nicht. Das ist nett. Geil. Ich weiß nicht, wie viele Greeds wir in diesem Run bereits besiegt haben, aber es sind viele. Fehlt noch irgendwie so ein komplettes Burner-Item. Cricket's Head oder sowas. Das wäre Wahnsinn. Das wäre non plus ultra. Jojo. Oh. Einfach mal, was ich 10 Bomben aus einer Kiste bekommen. Okay. Lack ab haben wir. Gut für die Bogatyrs. Kann sich sehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe, aber wir gehen einfach mal rein. Das, ja. Okay. Ah, Satan. Lol. Well, 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 boy. Du bist halt so schnell im Arsch. Ach, du Arschgesicht. Seit wann macht Satan Berührungsschaden? Ich hab keine Ahnung. Ja. Okay, Speed ist gemaxed. Wir haben Satan besiegt und haben auch ja, die Starterkabel bekommen, was uns halt einfach jetzt in diesen Zusammenhang nichts bringt. Ich hätte mir mehr erwartet. Aber hey, wir bekommen gleich ein bisschen mehr Leben. Super. Aber wir sind voll, glaube ich. Ja. Die Herzen sind voll. Sieht also sehr gut aus. Mega gut. Ultra gut. Jetzt sollten wir vom Leben her nicht mehr gemaxt sein. Warum sind hier zwei? Geil. So. Ja, also wir sind stark. Oh, hier ist er. Der gute olle Boy. Natürlich habe ich Schaden bekommen von so einer Kackbeute. Wie wir wissen, bei Delirium braucht man viel Leben, weil seine Schüsse einfach oftmals random sind.
Beziehungsweise weil er halt einfach so viele Schüsse zu bauen. Dann guck ich das an, aber ich dodge eigentlich gerade ziemlich gut. Oh Gott, Blut. Ich glaube, den Boy hier mitkleben wäre... Naja, das geht ja eigentlich gar nicht. Das sollte nicht gehen. Das wird wahrscheinlich genauso sein wie bei, weiß nicht, Mom's Heart oder so, dass einfach ein Schnitt gemacht wird und das halt Schaden macht, aber ja. Netter Run auf jeden Fall. Baller ist einfach nur... So, du bist gleich tot. Wir haben es geschafft. Nice. Jeppa. Oh. Wir haben es. Okay, gut. Dann, ab in die Chest. Hattrick. Errungenschaft freigeschalten. Wir haben es tatsächlich noch nicht gehabt. Okay. Interessant, wir hatten es wirklich noch nicht. Ja, gut. Wie sieht es jetzt aus? Was hat sie alles? Ja, schon einiges. Wir könnten noch einen Run machen mit Tainted Apollyon. Was haben wir da schon gemacht? Darkroom wäre, glaube ich, interessant. Nehmen wir das. Ich probiere es. Ein Run geht sich nämlich noch schön aus. Und Tainted Apollyon ist ja auch cool. Ich meine, nicht so leicht wie Tainted Lilith, aber... cool. Generell, die Tainted-Charaktere sind eigentlich ziemlich interessant und cool. Aber manchmal denke ich mir so, ja, Vanilla, die Vanilla-Sachen finde ich auch gut. Was wir hier alles zu bekommen. Der Matchup wäre auch nicht schlecht. Apollyon ja sowieso nur Standard Damage macht. Wird es wieder einer dieser Runs? Ich denke schon, ja. Ich denke tatsächlich schon. Und die Bombe sagt so, ja, nimm mich. Dann hast du unendlich Bomben. Vor allem nämlich am Anfang. Wie oft haben wir jetzt eigentlich schon ganz am Anfang Dr. Fetus gehabt? Das ist eigentlich ziemlich cool. Voll am Start dafür. Sind wieder ein Chili Milli Run, sehe ich schon. Okay.
meine, es war vielleicht am Anfang jetzt noch ein bisschen blöd, weil wir es sau langsam werden. Aber in guter Dinge. Wir werden gleich den Geheimraum suchen. Ich weiß nicht, ob ich Swallow Penny will. Das war, glaube ich, wieder eine ultra gute erste Ebene. Kraftarmband. Ja, gefällt mir gut. Was, wir nehmen Swallow Penny mit, weil ich glaube, der Familiar ist halt richtig für ein S. Nada. Nada. Schlüssel haben wir auch keinen. Verdammt. Hier so. Komm schon. Was Gutes. Wir wollen es. Geil, 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 geil. Oh mein Gott, nee, es könnte vielleicht ein Errorraum sein. Dann warte ich noch kurz. I'm drowsy. Cool. Ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich brauche auf jeden Fall... Oh, alles klar. Nö. Dann nehme ich lieber eine zweite Fliege. Famine! Ulala, Famine. Weiß nicht, ob ich einen Bandage Ball will. Na, doch, bin ich schon. Weil uns eh nichts anderes übrig bleibt. Ach, ich hätte mich hier auch gehen können. Gehen wir mal, vielleicht ist es ein Schwarzmarkt. Irgendwas Geiles. Das ist ein Schwarzmarkt, okay. Mit Chaos. Mit Chaos. Wobei ich tatsächlich sehr geneigt dazu bin, dass ich Chaos mitnehme. Ja. Das machen wir. Bloß auf der Rear ist aber so ein Shit gerade. Wir gehen weiter. Ja, es ist eigentlich ziemlich gut für den Anfang. Alter, was war das gerade für eine Ebene? Das war nicht so gut. Wir wollen das Chaos. Aber wir brauchen definitiv Leben. Das ist echt kritisch. Also wir brauchen Leben und wir brauchen Speed, damit wir hier auch irgendwie den Boss noch machen können. Hat sich jetzt Bock, den zu machen. Den Schlüssel, den wir brauchen. Robo Baby, okay. Das ist 12 Clubs. Okay. Da.
Jappa, das ist gut. Nee, dann weiß ich nicht, was es ist. Okay, egal. Gehen wir weiter. Oh doch, nee, ich habe einen Schlüssel bekommen. Oh, fuck, wir sind schon bei 7 Minuten und gerade mal auf der zweiten Ebene. Ich muss mich echt beeilen. Gut, dass ich das vorher weggesprengt habe, lol. Okay, wir haben den Relic. Und es ist gefühlt jetzt eh egal, wo wir hingehen. Wir werden auf jeden Fall auf Angel Deal spielen, weil wir sowieso so wenig Leben haben. Es ist ein Larry. Es ist ein kleiner Larry. Nice. Das Item. And we head on down. Hier Raid lässt noch zu wünschen übrig. Ah, holy fuck. Ach Gott, das sind Ledermasse. Ne, es Regen. Okay. Nicht unnötiger Raum. Ne, oh Gott. Das wäre halt jetzt belastend gewesen, wenn die nochmal hier hochgeflogen wäre. Goldrahmen, super. Alter, diese Würmer, ey, die einfach so random auftauchen. Shield of Tears, nee. Ja. Ich bin gern für ein bisschen Schutz offen. Gegen Tränen. Aber wir sind so langsam unterwegs. Ich glaub, auf Frostwash können wir wirklich pfeifen. Okay, langsam aber sicher kommen wir zum Leben. Auch super gut. Ich habe einfach keine Schlüssel. Ich brauche noch mehr. Viel mehr. Ach, sind hier wieder Würmer. Ich mag diese Würmer echt nicht. Nichts als nervig. Die Maske hat uns schon vor einem Schuss gerettet. Aber wir watscheln natürlich dafür zweimal in die Stacheln rein. Und hier haben wir einen Sauna. Das lohnt sich halt immer hier rein zu sauen. So wichtig. So wichtig. Nix so gut. Das ist... Das ist ein Scheiß, ey.
Hä? Er hat sich ja versteckt, wie... Was? Na, fuck, geez. Tatsächlich bin ich geneigt dazu... Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir müssen weiter tun, wenn wir zum Beispiel den Boss Rush schaffen wollen. Ach, das ist ein Gegner. Ich habe gerade gedacht, das ist eine Statue, weil sie drauf war. So verwirrt. Okay. Goldraum ist auch gleich hier, super. Und ein Soul Heart bekommen wir spendiert. Richtig geil. Nö, dann nehme ich lieber so eine Fly. Rückt bitte die Bombe nicht so zu mir her. Alter, das ist einfach alles gerade abgeblockt worden von der Maske. Willst du mich verarschen? Gut, was war das denn? Das war ein bisschen dämlich, aber ja, mein Gott. The ladder, okay. Es zahlt sich halt aus, dass man die Statuen kaputt macht. Explosive Diarrhea nicht, danke. So, ja. Wir haben so wenig Leben, ey. Das ist. Macht mich gerade ein bisschen. Wenn ich halt nicht überall hineinlaufen würde, dann wäre es wahrscheinlich. Hätte ich wahrscheinlich sicher mehr Leben, aber hey. Angel Deal, yeah, und der Nail, oh mein Gott, so easy. Ja, mit ihm schon Mega Satan gemacht. Ich hab keinen Bock auf die Angels. Wir gehen weiter. Wir liegen eh schon schlecht in der Zeit. Warum bekommen wir einfach immer ein... ich habe nichts dagegen, aber was zum Teufel? Ja. So. Shop aufsuchen, Goldraum aufsuchen. Alles gut. Kann die Stacheln buffen? Seriously? Was zum Teufel? Okay. Hourglass ist halt wirklich shit. Aber dafür können wir es konsumieren. Das habe ich glaube ich vorhin vergessen, oder? Ah, wenigstens ist er hier.
Ich hab. Glaube ich ein gutes Item. Kann man machen. Muss man aber nicht. Okay. Ach Gott, seriously. Jetzt begrüßen, wenn die Ebene nicht so riesig wäre. Ja genau, killt euch selbst. Hier ist Brownie. Schaffen wir es in der richtigen Zeit? 3 Minuten. Maybe, wenn wir schnell sind. I hope. Seriously. Das ist einfach eine fucking Sackgasse, ey. Das Spiel ist das so ein Arschloch. Will dir halt einfach nichts gönnen. Nee! Oh Gott. Ich hab den Raum noch nicht gemacht. Das hat mir jetzt richtig reingeschissen. Curse of the Maze, danke dir. Ja, passt doch. Das muss ich machen, also will ich machen. So, come on. Mal konsumieren, Alter. Naja. Es wird auf jeden Fall spannend. Okay. 1,5 Minuten für Mom. Das wird lustig. Alter, wie lange. Ach Gott, seriously. Ma fuck off. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ja, es ist verkackt, ja. Ich hätte gehofft, dass hier eine Mama Mega ist, aber... Dann halt nicht. Bin halt so verkackt, langsam. Oh Gott, wenn wir das schaffen. Bitte. Einmal noch. Okay, das war gut. Wir haben's. Nice. Wir müssen in den Darkroom. Genau, das ist das Kreuz. Wir müssen in den Darkroom. Ah, schaut auf den Double Deal. Oh, die Crown ist richtig gut. Eden's Blessing. Hier ist ab 0,7. Richtig gute Items hier. While at one full red heart, 2 fire red up, shot speed. Ne, das hier. Die Maske, seriously, ist einfach so gut. Komm, Stain, halt's Maul und vergiss dich.
Jetzt gut, dass sich die Damage-Ups vom Nail stacken. Also 4,5 Volt ist halt ultra gut in dem Zusammenhang, weil wir halt hier einfach dauerhaft Damage aufbauen und Leben und alles Mögliche eigentlich. I mean, seriously. Schon wieder ein guter Run. Kein Health abnehmen, nur noch mit der Nail arbeiten. Das funktioniert ziemlich gut. Nein! Oh fuck, das gibt ja auch ein Health-Up. Egal. Der Devil-Deal ist noch offen. I mean, Piercing-Shot ist ziemlich gut. Obwohl, wir haben Bomben, ey. Das war wieder mal so dämlich. Naja, egal. Gehen wir weiter. Wir sind eigentlich ziemlich gut drauf. Sehr gut. Oh Gott, Piercing Shot ist scheiße. Es hält sich in Grenzen, sagen wir so. Weil ich meine, das Blockieren mit den Bomben war ja eigentlich auch ein richtiger Vorteil. Na, ja, jetzt können wir uns das abschminken. Volle Uzi. Ist wirklich ein bisschen belastend, okay. Komm schon. Okay, das ist gut. Aber ein Health, was war das für eine Pille? Oh Gott, ich hab's vergessen. Ich brauche halt wirklich irgendwie ein Health Down oder so. Damit ich halt den Buff bekomme mit doppelt Schießen und so. Wieder mal eine Sackgasse. Super. Danke, Spiel. Ich gehe schnell in den Fight Room. Ist hier Geheimraum? Ja. Super. Thank you.
Dieses Mal haben sie mich nicht bekommen. So, die Augen. Wisst ihr was, wir laufen halt einfach jetzt. Wir laufen nicht gut. Ja, es war klar, dass ich kurz vorm Rausgehen noch Schaden nehme. Ach, was soll ich sonst spielen? Eigentlich gar nichts. Okay. Potenziell gute Sachen. Und wie ist das? When entering a room. Ich glaube, das ist besser jetzt mal in unserem Fall. Passt das Spiel. Es gibt es nicht! Oh, fucking hell! Verdammt. Nee, das war dumm. Ich werde sowieso nicht drüber gehen. Okay, danke, Mystery Bag. Halt so oft rote Herzen spawnen. Also nicht rote Herzen, sondern ich meinte natürlich Soul Hearts. Nö. Dann leck mich. Wird konsumiert und es geht weiter. Sind wir schon auf der Marm-Ebene? Sollten wir jetzt noch ein bisschen ja ein paar nette oder auch nicht, und wir verlieren es eher vielleicht Soul Hearts farmen, würde ich sagen. Bagger kann ich sogar benutzen, vielmehr. Eine Milch. Das ist jetzt ziemlich kacke. Ich will nämlich keine Milch, weil ich den Buff brauche von der Krone. Damit wir überhaupt irgendwie überleben können. Oh Gott. Ja, du mich auch spiel. Sind die schnell, oh Gott, sind die schnell, oh Gott, sind die schnell, oh Gott, sind die schnell. Okay. Noch irgendwie geschafft, aber. Ah, ist vielleicht nicht schlecht. Mit dem Fliegen ist halt nicht mal so einfach, dass man hier die Aufladungen zusammenbringt, weil die Fliegen halt immer die Viecher killen.
So, wir haben es negativ mitgenommen, das heißt, wir müssen eh runter. Wir gehen jetzt einfach gleich runter. Wie weit wir hier kommen. Oh Gott, guys. Das ist halt echt ein Gegner, der halt so hardcore ist und so viel Leben nämlich hat. Und wir bekommen wieder einen Soldat. Yes! Baby! Ja, es ist ja Mams Hand auch hier. Was zum Teufel war das? Seriously, was zum Teufel war das? Das war doch richtig Abfuck jetzt gerade, oder? Sehr belastend hier. Mit so wenig Leben zu Satan gehen. Macht diesen Strahl, seriously. Okay. Ja. Das war's. Verdammt. Aber hey, wir haben den Boss Rush geschafft. Mit Tainted. Wie heißt der? Apollyon? Ja, Boss Rush haben wir. Sehr gut. Ja, mit Lilith haben wir auch schon einiges gemacht heute. Ja, ultra geil. Aber jetzt sind wir schon am Ende angelangt, weil ich werde jetzt keinen Run mehr starten. Ah, hat mich auf jeden Fall gefreut, wieder mal in den Stream rauszuklatschen. Das war richtig, richtig lustig. Und ja, wie immer, Leute, checkt euch die Videobeschreibung aus. Da sind ein paar Links drinnen. Zum einen halt der gute olle Discord-Link, dann kommt ihr zu meinem Discord-Server und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Ja, und nichtsdestotrotz, wir werden uns wahrscheinlich am Sonntag wiedersehen. Also, wenn ich nicht wieder komplett verpeilt bin. Ja, Sonntag hört sich gut an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Man sieht sich und ciao.